Wo sich in der Eifel die Straßen Köln-Trier und Koblenz-Aachen kreuzen, liegt Blankenheim. Die Bürgersiedlung im Tal hatte ihren eigenen Mauerring mit mächtigen Tortürmen. Die Zeugen der Vergangenheit und die reizvolle Eifellandschaft ziehen im Sommer viele Touristen hierher. Auch in der Karnevalszeit finden Besucher nach Blankenheim, die sich für die eigentümlichen Bräuche interessieren. Neben Möhnenball, Prinzenproklamation und Rosenmontagszug, die auch anderwärts üblich sind, gibt es in Blankenheim als herausragendes Ereignis den Geisterzug. In einem Andenkenladen für Eifeler Spezialitäten werden kleine Geisterfiguren feilgeboten. Die weiß vermummten Gestalten vor dem alten Gemäuer stellen den Umzug am Karnevalssamstag dar. Da das Geistertreiben bei Dunkelheit stattfindet, tragen die Figuren Fackeln in den Händen. Die Abbildung links im Schaufenster weist auf einen anderen Blankenheimer Fastnachtsbrauch hin, den Umgang des Schellenbäumchens. Im Hinterzimmer einer Gaststätte haben sich junge Leute bei lustigem Gesang zusammengefunden, um das Schellenbäumchen für den Umgang herzurichten. Im Refrain des Liedes, das als Blankenheimer Nationalhymne gilt, werden die Burg, die Aarquelle, die Fastnacht und die Schellen am Schellenbäumchen hervorgehoben. Träger des Schellenbrauchs war früher die Junggesellenvereinigung. Aus ihrer Mitte wurden die Burschen bestimmt, die ab Sonntag vor Fastnachtsdonnerstag allabendlich mit dem Schellenbaum umzogen. Auch heute sind es meist junge Leute, die sich um die Weiterführung dieser Tradition kümmern. Zum Ausschmücken des Glockengestells mit bunten Papierblumen bittet man Mädchen der gleichen Altersgruppe hinzu. Krepppapierstreifen werden zu Röllchen gewickelt, aus denen man Rosen mit gekräuselten Blütenblättern anfertigt. Man befestigt die Papierblumen mit Bindedraht am hölzernen Rahmen, in dem die Glocken an Quersprossen aufgehängt sind. Unten ist eine kurze Tragstange befestigt. Der Bezug zur Blankenheimer Überlieferung wird durch das Stadtwappen auf der obersten Querleiste hergestellt. Vor 1970 nahm man als Schellenbaum eine kräftige Astgabel, auf der die Querleisten für die Glocken aufgenagelt wurden. Früher wurde ein Tannenbäumchen umgetragen, das mit kleinen Schellen und bunten Bändern behängt war. Prima, Jussi wohl. Also ist das Ausmarsch, wer hat nochmal anfangen? Hätte ich schon mal hier angeräumt. Ja, eben. Also, komm euch, mach hier ran. Komm, hier. Alles klar, wunderbar. Dann Jussi, komm mal hier und komm mal in die Runde. Ja, Julia. Julia, 3, 4. Thank you.
Der Umgang des Schellenbäumchens beginnt gewöhnlich um 18 Uhr, kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die Helferinnen, die ihre Aufgabe erfüllt haben, können sich nun auf den Heimweg machen. Zum Dank für die Benutzung der Stube wird vor dem Gasthof mit dem Schellenbäumchenspiel ein Ständchen dargebracht. Es sind drei Querflöten, ein Becken, eine kleine Trommel und eine Pauke, die das rhythmische Geklingel begleiten. Früher begnügte man sich mit einem Trommler und ein bis zwei Spielleuten. Die Maskierung besteht auch heute meist aus einem bunten Rock, Halstuch, geflickter Hose und einem alten Hut. Da es üblich ist, dass sich dann auch die Jugend in karnevalistischer Verkleidung zeigt, sind viele kostümierte Kinder auf den Straßen anzutreffen. Sie erwarten das Schellenbäumchen bei seinem Weg durch den Ort. Umzugstag ist diesmal Weiberfasnacht. An den übrigen Umzugstagen ab Sonntag vollzieht sich der Aufbruch auf die gleiche Weise. Der Weg führt stets von der Ortsmitte in einen der Randbezirke der Stadt. Die Wohnquartiere, die bei diesen Gängen besucht werden, wechseln jedoch täglich, sodass am Ende alle Straßen und Gassen von Blankenheim einbezogen sind. Gelegentlich kommt es vor, dass sich Anwohner bei den Spielleuten beschweren, wenn ihre Straße ausgelassen wurde. Daher legt man die Wege für die einzelnen Umzugstage im Voraus sorgfältig fest. Außer den beiden traditionellen Spielstücken, dem Lied Karnevalsgenossen hier zu Blankenheim und dem Juja-Lied, die man auch für die Ständchen bevorzugt, werden von den Musikanten ausschließlich Märsche intoniert. Dies entspricht dem früheren Gebrauch, als die kölnischen Karnevalsschlager noch nicht überall bekannt waren. Heute verzichtet man beim Umzug mit dem Schellenbäumchen bewusst auf ortsfremde Karnevalslieder. Der Weg führt an diesem Tag zunächst die Ahrstraße und Georgsstraße hinunter in den westlichen Ortsbereich. Hier schließt das Georgstor den mittelalterlichen Stadtkern ab. Der Rundgang dient nicht, wie manche andere Fasnachtsumgänge, dem Einsammeln von Gaben. Wo es sich anbietet, hält das Schellenbäumchen jedoch Einkehr in Gaststätten, die am Weg liegen. Das Aufspielen auf den Straßen und in den Schankstuben gilt als Ankündigung der Fasnacht. Als Erkenntlichkeit für das dargebrachte Ständchen gibt es eine Wegzehrung, die die Wirtin darbietet. So, liebe Freunde, für euren Durst ein schönes Glas Bier. Ja, unsere Wirtin hat sich nicht nehmen lassen, unsere eine Runde zu spendieren. Zum Dank sei ihr ein dreifach kräftig Flaggen. Julia! Flaggen! Julia! Flaggen! Julia! Prost, Jungs! Seht zum Wohlsein, Jungs! Prostchen! Prost! Der Gastraum ist mit Girlanden und Luftschlangen für den Möhnenball am Abend ausgeschmückt. Was tut er denn nicht rauchen? Wir rauchen ja mal runter, ganz üblich. Und im Dorf? Nein, im Dorf nicht. Das haben wir nichts zu suchen. Die Dörfer kennen das ja nicht. Beim Gespräch mit der Wirtin hat der Anführer der Musikanten darauf hingewiesen, dass die Dörfer im Umkreis von Blankenheim, die heute zur Stadt gehören, nicht in den Umzug einbezogen sind.
immer für den Warenbohren Flasche Schnaps. Dann hier um Dorf hier mit so einer Flasche Schnaps. Und wenn sie Rosamond hier kommen, kriegen sie noch eine Flasche Schnaps. Hans? Bitte nicht du. Beim Aufbruch wird das Schellenbäumchen mit Juja, dem Blankenheimer Karnevalsruf, entlassen. Da der Schellengang an diesem Tag in den Bezirk an der Pfarrkirche und an der Ahrquelle führen soll, wenden sich die Spielleute vor dem Georgstor in den Ort zurück. Die Begleiter des Schellenbäumchens halten Gleichschritt nach dem Takt der Musik, ganz im Gegensatz zum Geisterzug, bei dem es mit Umherspringen und Juja-Rufen nicht wild genug hergehen kann. Im Bemühen um Erklärung dieser beiden Blankenheimer Fastnachtsbräuche hat man zwischen Geisterzug und Schellenbäumchen-Umgang einen Zusammenhang gesehen. Danach besteht die Meinung, dass man mit dem Glockengeklingel und Tamburspiel an den Vortagen die Winterdämonen aufweckt, die durch das Lärmen und Juchzen beim Geisterzug vertrieben werden sollen. Dieser Deutung in Anlehnung an urtümliche Vorstellungsgehalte ist es vielleicht zu verdanken, dass sich die alten Fastnachtsbräuche neben Prinz Karneval und Rosenmontagszug halten konnten. Vor dem Hirtentor liegt der Ortsteil, der den altertümlichsten Eindruck macht. Wo der Weg am Zuckerberg steiler ansteigt, beenden die Musikanten ihr Spiel, um es bei den letzten Häusern wieder aufzunehmen. Oberhalb der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt, am Rande des Burgberges, liegt das Pastorat, dem das Schellenbäumchen alljährlich seinen Besuch abstattet. Bis hierher bewegt sich Fastnachtssamstag in der Dunkelheit auch der Geisterzug. Das Spiel wird vor der Tür fortgesetzt, bis der geistliche Herr hervortritt. Dem Brauch, dem Pfarrer die Reverenz zu erweisen. Karneval und Kirche gehören ja zusammen. Der Karneval ist ja ein Kind der Fastenzeit. Aber das Kind ist so erwachsen geworden, dass alleine marschiert die Fastenzeit, die wird nicht mehr ernst genommen. In seiner Ansprache hebt er die Bedeutung des Karnevals im Hinblick auf die anschließende Fastenzeit hervor, die heute kaum mehr wahrgenommen wird. Bitte. Bleib zu, Junge. Genug dort. Wie, nimm dir einen. Bio. Wenn die Vater. Eugen, hey, komm du auch noch einen. So, danke schön. Der Dechant, der die Karnevalsreferenz des Schellenbäumchens entgegengenommen hat, bedankt sich mit einem Trunk aus der Flasche und mit Zigarren. Da für den Rundgang noch ein langer Weg bevorsteht, wird die Rast am Pfarrhaus bald abgebrochen.
Ja, wir bedanken uns für die freundliche Bewirtung bei unserem Herrn Deschamps mit einem dreifach kräftig Flaggen. Julia! Flaggen! Julia! Flaggen! Julia! Nachdem der Fastnachtsruf für den Herrn Dechanten ausgebracht ist, wendet man sich mit klingendem Spiel wieder dem Ort zu. Aus einem der Häuser wird das Schellenbäumchen von einem Blankenheimer Geist mit Juchzen begrüßt. Um den vorgesehenen Ortsteil auf direktem Weg zu erreichen, nimmt man die schmale Treppe, die in die Tallage hinabführt. Sag, du bist richtig Karlsbrot, Unten, wo sich im Keller eines Hauses die Ahrquelle befindet, wird der Umgang in geordneter Marschfolge fortgesetzt. Hier führt der Zug bis in den Winkel bei der Quellenstube, als ob es darum ginge, Geisterwesen aus der Verborgenheit aufzuschrecken. Am Platz bei der Ahrquelle liegt die Gaststätte, in der der Karnevalsprinz sein Standquartier aufgeschlagen hat. Meine Matt, jetzt sind Sie gleich Pause. Der Prinz ist hier, der will unbedingt in Ostjärve. Klasse! Klasse! Endlich ein und der wird verständlich, dass man ruhig im Lager sind. Ja. Zum Gefolge des Blankenheimer Prinzenpaares gehören die beiden Gecken Böhnchen, die mit ihren Säbeln vor der Tür eine Ehrenpforte bilden. In Begleitung der Tolitäten befinden sich zwei Burgknappen, die Aufgabe der Herolde übernommen haben. Die Begegnung von Schellenbäumchen und Prinzenpaar ist nicht die Regel. Sie ergibt sich hier, weil sich die Karnevalsrepräsentanten in der Gaststätte für den Möhnenball bereithalten. Die Geckenböhnchen, deren Name von Bernd, Bernhard abzuleiten ist, gehören auch in Köln zur überlieferten Fastnacht, wo sie den hilligen Knächen und Mädcher zugeordnet sind. Bevor es weitergehen kann, erweisen die Spielleute dem Prinzenpaar in üblicher Form ihre Ehrerbietung. Ein Dreifach kräftig Flaggen. Julia! Julia! Flaggen! Julia! 3, 4. Thank you.
Beim Aufbruch geben die Geckenböhnchen das Geleit bis zum Ende des Platzes. Während des Umzuges, der hier an der Nepomuk-Statue vorbeigeht, werden solche kleinen Unterbrechungen gern hingenommen, weil es für den Träger recht anstrengend ist, das Schellenbäumchen unablässig im Takt zu bewegen. Vor einem Haus, in dem sich einige Möhnen am späten Nachmittag zum Altweiber-Kaffeeklatsch zusammengefunden haben, wird das Geleit in fröhlicher Stimmung erwartet. Hey, du musst uns anfangen. Das ist besser, als wenn ein Pastor oder Mauer hier sagt. Die schönsten Frauen der Welt. Ein Dive macht kräftig Langen. Julia! Julia! Langen. Julia! An Weiberfasnacht ergeben sich derartige Gelegenheiten zu Umtrunk und Rast häufiger. Vor allem, wenn das Möhnentreiben bei hereinbrechender Dunkelheit beginnt. Dann kann es geschehen, dass das Schellenbäumchen bis um Mitternacht unterwegs ist. An den Tagen vor Karneval wird so auf das herannahende Fest hingedeutet. Wenn das Schellenbäumchen mit klingendem Spiel umgeht, bereiten sich die Blankenheimer auf die tollen Tage vor. Bei aller Anpassung an neuzeitliche Formen erlangte das Eifeler Burgstädtchen durch die Einbeziehung älterer Überlieferungen sein besonderes Gepräge.